Ah, ich kann ja nicht rennen, ne? Shit. Das ging ja erst später. Oh, Mann. Gemütlich, sag ich mal. Gemütlich. Ah, hier. Speedrun-Technik. Abkürzung benutzen. Ah. Professor Eich. Hier ist ein fucking Paket. Wie geht es... Achso, hallo, wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen, natürlich. Es liebt, es vergöttert mich. Ich bin sein fucking Trainer. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Ja. Du hast etwas für mich. Hupige, gib Professor Eich das Paket. Gib dich Scheiß. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Das ist wirklich der GS-Ball. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach so, ja, ach ja. Ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr ein einsames Shigi, was allein ist. Eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Hugi, Teddy. Diese beiden sind für euch. Hugi erhält einen Pokédex von Professor Eich. Pokémon fangen. Ich muss ganz viele Pokémon fangen. Ich muss sie alle haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Ah, wieso... Wieso beendet ihr sein Leid nicht einfach? Also bitte euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eins der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Naja. Also ich frage mich halt, wenn das ein Lexikon ist. Die Daten müssen da doch immer schon drin sein. Vorher kriegt er immer... Ja, da gibt es viele Pokémon-Theorien zu, ich weiß. Dass der das alles schon erlebt hat, Professor Eich. Und so weiter und so fort. Es macht keinen... Der Pokédex an sich macht keinen Sinn. Wie sammelt er Daten von dem Pokémon? Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Achso. Hugi, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte aus. Und dir soll sie keine geben, Hugi. Ja, ich hol mir jetzt eine Karte von ihr. Von deiner geilen Schwester. Sie eigentlich Hot? Was meint ihr, Schwester von Gary, Hot or Not? Opa hat dich um einen Botengang gebeten? Hier wird gerade Werbung angezeigt. Botengang gebeten? Hier, das wird dir weiterhelfen. Hugi erhält eine Karte. Die Verbindung wurde... Oh nein, jetzt fängt das schon wieder an, dass das mit der Verbindung nicht funktioniert. Aber das hat ja letztes Mal, war es ja egal, beim letzten Livestream. Ich hoffe... ja, ich hoffe, das funktioniert hier noch mit dem Livestream. Mir wurde gerade angezeigt, dass es nicht mehr geht, aber laut Dings läuft es ja einfach weiter. Ich hoffe, es ist okay. Letztes Mal auf YouTube hat das geklappt, dass der manchmal einfach offline war. Und dann lieber wieder. Habe ich die Karte jetzt gekriegt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Also manchmal wird mir hier angezeigt, Dings ist offline, die Verbindung wurde getrennt. Und dann zeigt er mir an, es läuft wieder. Deswegen müsst ihr mal bestätigen, ob ich noch online bin oder nicht. Ich weiß nämlich auch nicht. Aber ich spiele jetzt erstmal weiter. So. Doch, achso, ja, übrigens hat einer geschrieben... Oh. Es geht für Pokémon. Taubsi. Crazy. Es war gerade offline, aber ich bin noch online. Also, bin ich jetzt zu sehen. Jetzt bin ich wieder da. Ja, irgendwie ist wahrscheinlich... Twitch hat hier gerade Werbung geschaltet. Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass er mich dann mal kurz rausgekickt hat. Ich hoffe aber, der zeichnet trotzdem auf. Störungsfrei. Wer weiß. Naja, hier, Taubsi. Los geht's. Das mache ich fertig. Oh, ich war überhaupt nicht... Ich hätte zu meiner Mutter gehen sollen. Tegel.
Achso, ja, einer im Chat hat geschrieben, ich soll nicht gleich zu Gary gehen, in den geheimen Kampf. Der einzige Kampf mit Gary, den man, glaube ich, überspringen kann, wenn ich mich nicht... Jetzt macht er schon wieder Werbung hier. Warum macht Twitch denn eigentlich Werbung? Darf das Twitch einfach so Werbung machen? Bei YouTube habe ich ja meine komplette Werbung immer ausgestellt. Kriege ich jetzt Geld von Twitch, weil die auf meinen Livestream hier Werbung machen? 10 Sekunden weg. Bisa Samen erhält 15 Erfahrungspunkte. Bisa Samen reicht Level 7. So, was ich jetzt sagen wollte. Gerade hat einer gesagt, ich soll nicht... Yes, Eggelsamen. Eggel. Ich soll nicht den optionalen Kampf mit Gary machen, weil er mich fertig macht. Aber ich sag, nein, der macht mich nicht fertig. Denn mein Bisa Samen ist auf Level 7. Und das Ding ist auch... Ich weiß es gar nicht. Du triffst ja auf jeden Fall zu denen, weil du musst ja auf jeden Fall zur Pokémon-Liga hinlaufen, irgendwann. Und es gibt ja die schwache Version, die man halt trifft, wenn man hier zuallererst hingeht. Und es gibt aber ja dann die starke Version, die man halt trifft. Schon wieder ist das hier Speedrun-Taktik. Ich treffe euch jetzt nicht wegen dem Taubsi, oder? Oh nein. Deswegen wollte ich eigentlich Kämpfe vermeiden. Taubsi! Das war auch auf Level 4. Naja, gut. Haben wir das auch erledigt. Ich wollte noch... Ohne Scheiß. Ich hatte mir überlegt, ob ich hier... Es gibt ja diese Nutzlogge Pokémon Challenge Dinger. Falls ihr das kennt. Wo du wo halt so bestimmte... die bestimmte Aufgaben geben muss. Also du spielst Pokémon durch, aber du musst halt noch gewisse Aufgaben erledigen. Und eine dieser Aufgaben ist, deine Pokémon, wenn die im Kampf besiegt werden, sind die tot und du darfst sie nicht mehr benutzen. Das bedeutet, und ich hatte überlegt, ob ich das machen soll, dieses Risiko einzugehen. Und dann wäre ich jetzt halt schon tot. Ich könnte jetzt halt von vorne anfangen, weil Bisa Samen tot wäre. Ich hätte jetzt kein Pokémon mehr. Aber das mache ich nicht. Ich möchte, dass er ein bisschen entspannt ist. Jetzt ist es schon wieder gerade abgeschmiert. Ich weiß auch nicht, wieso der das immer macht. Mit dem Dings. Ihr müsst halt einfach immer aktualisieren. Ich bin nicht offline. Ich... Es ist nur komisch. Jetzt ist er wieder verbunden. Bisa Samen hält 24 Erfahrungspunkte. So, aber was ich mich gefragt habe, ist... Ob es so ein Zwischending noch gibt. Es gibt die starke Version von Gary, die man trifft. Ah, Mann, ey, immer läuft er mir den Weg. Kaka. Die starke Version und die schwache Version, ob es, wenn du jetzt mal mittendrin einfach nach Vertania City reist und dann zur Pokémon-Liga gehen willst, ob der dann so mittelstark ist. Wonach entscheidet sich das? Wir kommen im Pokémon-Center, wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fett. Sollen wir deine Pokémon heilen? Heilen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Oder trifft man den dann einfach nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Dings besiegt hat? Rocco. Und geht dann nochmal so hin, ohne hier zuerst hingegangen zu sein. Ob dann Gary zum Beispiel stärker ist oder ob der genauso schwach ist, wie wenn man ihn jetzt halt trifft. Hier ist übrigens der Weg zur Pokémon-Liga. Mir wird gar nicht angezeigt, wie viele Leute zugucken. Schade. Schade. Keiner wahrscheinlich. Kampf. Tegel. Nidoran. Männlich. Auch so. Ach, ich habe immer noch keine Pokémon-Bälle dabei. Jetzt werden mir 10 Leute angezeigt. Tegel. 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 Ah, nein. Nein. Ich stelle mir jetzt nicht nochmal an. Nidoran will ich mir übrigens fangen. Ich habe mir vorher nicht so wirklich Gedanken gemacht, was ich mir für Pokémon-Team zusammenstelle. Ich werde es ein bisschen mit Spontanität entscheiden. Aber Nidoran ist cool. Bibi! Teddy! Ich muss... Hey, Hoogie! Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es. Wahrscheinlich besitzt du nicht einmal... einen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Weil der Text würde den ja auch nicht mehr treffen. Der ist genauso stark.
Ah ja, also gibt's nur diese zwei Versionen sozusagen von dem. Also nach dem achten Orden trifft man den dann wahrscheinlich und halt vorher, dann ist er immer gleich stark. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob der ist doch schon auf Level 9? Wann hat er denn trainiert? Offscreen. Der wird mich wahrscheinlich wirklich fertig machen. Vielleicht soll ich Eggelsamen einsetzen. Eigentlich gar nicht so eine todschlechte Idee. Eggelsamen. Ah, Windstoß, ist so stark. Ich hätte vielleicht erstmal ein paar Pokémon fangen sollen. Ah. Pro Gaming. Sagt, Mana hat Level 9 und kann Glut, aber... Fuck. Scheiße. Oh, Mann. Ey, was für ein... Oh Gott. Was für ein Erfolglos. Gut. Ich weiß, dass ich als Kind, als ich das erste Mal... Ah, oh nein, ich bin umgefangen. Gespielt habe... Da bin ich nämlich auch dahin gegangen und ich habe gedacht, fuck, wieso ist das so schwer? Das Spiel ist super schwer. Da bin ich nämlich wahrscheinlich auch gegen den gestorben. Und bin dann losgezogen, habe erstmal Pokémon gefangen, habe krass hart trainiert, um den dann zu besiegen, nur um dann festzustellen, du kannst ja gar nicht in die Pokémon-Liga. Bin dann weitergegangen, habe den ersten Orden gemacht, bin wieder zurückgelaufen und kam dann halt, dann kommst du ja zum zweiten Ding. Du kommst dann ja immer noch nicht durch. Der sagt dir ja nicht, ja, nee, du musst alle 8 Orden haben, sondern die sagen dir, nö, du brauchst einen Orden, bla bla bla. Und wollte dann immer wieder dahin. Nur nach Mondberg kommst du ja nicht zurück. Was ganz gut war, sonst wäre ich wahrscheinlich immer wieder hin und her gelaufen, bis ich gecheckt hätte, okay, die wollen das noch nicht. Kann ich jetzt eigentlich Pokébälle schon kaufen oder muss ich mir jetzt das Tutorial angucken? Hallo, kann ich dir behilflich sein? Kauf. Pokéball. Alle. Ich bin ja gestorben. King Gary, ich habe gar kein Geld. Drei Pokébälle. Ja. Man kriegt auch noch von irgendeinem Pokébälle, glaube ich. Aber ich weiß nicht von wem. So. Auf geht's. Ich guck mal, ob ich Nidoran nochmal finde. Oder ob das super krass Glück war. Ist ein bisschen seltener. Nein, das... Achso, nee, doch, der kommt ja später erst. Kommt ja erst nach dem Hohen Gras. Ach, Glück gehabt. Habitag. Soll ich, Habitag oder Taubsi zu meinem VM-Sklaven für Fliegen machen? Traditionsmäßig nehme ich immer Taubsi eigentlich. Keine Ahnung, ob... Ich hätte ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Ibitak dann besser ist als Taubos. Ich weiß es nicht. Habe ich nicht vorhin noch gesagt, ich will eigentlich nicht so viel kämpfen? Ich könnte ja auch fliehen. Ich muss ja nicht gegen den kämpfen jetzt. Mach einfach weiter. Ich würde sagen, wir gehen in den Vitania-Wald. ich weiß, Nidoran gibt es noch woanders. Nidoran gibt es auch kurz vor Marmoria City. Guck, die Namen habe ich noch drauf. Bin nämlich doch sehr gut im Pokémon. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Heilen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Dein Pokémon 1. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Schwester Joy hat zwar einen Abschluss in Medizin, aber zählen war noch nie so ihre Stärke. Komm jederzeit wieder vorbei. Ich werde diesen Service noch einige Male in Anspruch nehmen müssen. Hier ist ein Haus. Ein schönes Haus, was von innen viel größer ist als von außen. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Du schaust in das Notizbuch. Erste Seite. Zum Fangen von Pokémon benutzt man Pokébälle.
Man kann bis zu 6 Pokémon auf einmal tragen. Pokémon-Trainer ziehen Pokémon groß und trainieren sie. Umblättern? Ja. Zweite Seite. Ein Pokémon bei voller Stärke ist schwer zu fangen. Man sollte es erst schwächen. Feuer, Gift und andere Attacken wirken Wunder. Umblättern? Ja. Dritte Seite. Pokémon-Trainer suchen einander und lassen ihre Pokémon kämpfen. In den Pokémon-Arenen finden stets Kämpfe statt. Vierte Seite. Das Ziel jedes Pokémon-Trainers ist es, die 8 Leiter der Pokémon-Arenen zu besiegen. Nur dann darf er den Top 4 in der Pokémon-Liga gegenübertreten. Scheinbar habe ich dieses Notizheft damals nicht gelesen. Mädchen! Hey, lass die Finger von meinen Notizen! Wahrscheinlich nach der zweiten Seite gemerkt. Ach nö, nicht so spannend. Okay, lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Ach nee, komm, scheiß drauf. Ich werde es später noch brauchen. Ich sag jetzt schon mal, ich habe echt immer Probleme einzuschätzen, was für ein Typ ein Pokémon eigentlich nochmal hat. Ich verwechsel ganz oft Gestein und Boden miteinander und was für Stärken bzw. Schwächen die haben. Mein Papa mag auch sehr... Was? Was? Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Taubsi! Taubsi! Willi! Willi! Habi Habi Tag! Das ist ja gar kein Taubsi. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken. Aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Den sehr guten Namen Willi. Habitat-Spitzname Doppelpunkt Willi. Es hat schon wieder die Verbindung verloren. Und ich bin mir ziemlich sicher, das liegt daran, dass hier immer Werbung geschaltet wird. Aber warum? Wird Werbung von meinen Videos geschaltet? Das verstehe ich nicht. Hä? Jetzt hat er das nämlich hier unterbrochen. Ey, Twitch ist irgendwie nicht so geil, mal ohne Scheiß jetzt. Also, das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Nimm Porenta zum Fliegen und für Zerschneider, stimmt. Bekommt Porenta im Tausch gegen einen Habitag. Ja, also, mal weiter. Oh, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich, kannst du passieren. Hast du es etwa eilig? Ja, ich habe das vergessen, wenn ich mit dem Kaffee gemacht, weil ich das Paket direkt zum Professor Eich gebracht habe. Zeit ist Geld, dann geht weiter. Ja, der erklärt uns, wie man Pokémon fängt. Das scheiße ich jetzt mal drauf, oder? Das, ey, Bock. Das kennen wir doch. Tipps für Trainer. Fange Pokémon, um deine Sammlung zu erweitern. Je mehr du besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. Ach, mich nervt, dass das sehr immer den Stream hier unterbricht und dass da Werbung geschaltet wird. Ich hoffe, ich muss mal gucken, ob man das mir irgendwie abstellen kann. Da unten wird es übrigens angezeigt, unten rechts an der Ecke. Ihr seht das ganz genau. Ja, komisch ist das. Komisch schon wieder alles.